Wie soll unser Leben aussehen? Welche neuen, gesunden, lebensfreundlichen oder naturfreundlichen Systeme können wir aufbauen? Und dass wir uns wirklich, ja, und auch da wieder im vollkommenen Vertrauen, weil das alte, ungesunde, destruktive muss gehen, damit das neue kommen kann. Das heißt, es ist ein Prozess, der jetzt dran ist. Und also die Veränderungen werden einfach sehr, sehr schnell kommen und auch deutlich fühlbar und sichtbar werden. Ganz herzlich willkommen hier beim Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal. Wir freuen uns, dass du dabei bist heute bei dieser Sendung, wo es um die Kulissen geht, die wackeln. Und die wackeln überall im Außen, wie aber auch in uns selbst. Und diese beiden Ebenen wollen wir heute beleuchten. Ich begrüße ganz recht herzlich dazu Matthias Langwasser. Lieber Matthias, schön, dass du da bist und dass du die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, danke für deine Einladung. Sehr gerne. Matthias, ja, du bist seit vielen Jahren Visionär, du bist unterwegs als Gesundheitsexperte, aber auch Lebensberater und Autor, bist aber auch Medium, seit vielen, vielen Jahren mit der geistigen Welt verbunden, hast das eher so früher immer für dich persönlich genutzt. Aber dann bist du auch damit rausgegangen in die Welt, immer mehr, sag ich mal. Und das zeigt ja auch schon eben diese beiden Ebenen. Einmal diese spirituelle Seite, die Anbindung an das höhere Selbst, an die feinstofflichen Ebenen und auf der anderen Seite aber auch dann diese gesundheitlichen Aspekte, die ja oftmals im körperlichen, stofflichen verankert sind. Also wir haben hier verschiedene Ebenen, auf denen es aus meiner Sicht auch ums Erwachen eben geht. Wie nimmst du die momentane Situation wahr? Wir sind im Jahr 2024. Ja, der Prozess, sage ich mal, geht immer steiler bergauf, sage ich mal, in der Entwicklung. Wir haben viele Ereignisse in kurzen Zeitabschnitten. Wie geht es dir mit diesen energetischen Veränderungen und mit diesen Erwachungsprozessen? Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, es ist einfach sehr, sehr spannend, was gerade so auf allen Ebenen passiert. Und ich kann, ne, natürlich, ich denke, dass viele das nachvollziehen können, was ich erzähle. Also ich nehme das schon als sehr, sehr intensiv wahr, genau wie du gesagt hast. Also im Äußeren haben wir ja auch besonders seit Anfang des Jahres sehr viele, sehr schnelle Veränderungen. Also die ja schon zeigen, dass das System sich wirklich aufzulösen beginnt. Das heißt, es gibt, ne, also man merkt, dass die Hintergrundmächte mit aller Macht versuchen, dass die Macht aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eben die Menschen ja, so im Gefängnis zu behalten, und zwar auf allen Ebenen. Das heißt also, sie machen im Moment alles, was geht. Und gleichzeitig findet halt ein enormer Bewusstseinswandel statt, also ein sehr starker Aufwachprozess. Weil je mehr das System bröckelt, desto mehr hinterfragen Menschen auch, was da passiert. Und teilweise ist es ja zumindest auf der politischen Ebene, ist es ja, man kann es eigentlich fast nur noch also ein Schauspiel nennen oder eine Komödie. Also wenn man sich wirklich mal klar macht, was diese Marionetten, ne, die sich Politiker nennen oder Regierungsvertreter oder so, was die so von sich geben, dann ist das ja teilweise natürlich sehr beängstigend, ne, wenn sie zum Krieg gegen Russland aufrufen, wo man echt so denkt, ey, wenn das ein Politiker vor 20 Jahren gemacht hätte, der wäre sofort abserviert worden. Heute ist es normal, ne, also so, dass man sogar Menschen, die sagen, wir müssen verhandeln, dass man die auch noch angreift in den korrupten und manipulativen Massenmedien zum Beispiel. Ne? Das heißt, und gleichzeitig, ne, merken immer mehr Menschen, ne, auf der einen Seite wird zum Krieg gegen Russland aufgerufen und es soll ganz viel Geld in die Ukraine geliefert werden, oder sollen ganz viele Waffen in die Ukraine geliefert werden, es sollen aber auch ganz viele Gelder in irgendwelche Länder in Afrika oder sonst wo geliefert werden, während gleichzeitig Geld für die Menschen in Deutschland eben nicht vorhanden ist oder immer weniger wird, ne? Also das ist ja sehr deutlich und sehr offensichtlich, was natürlich dazu führt, dass viele Menschen, auch die vielleicht vorher das nicht getan haben, jetzt anfangen, dieses System in Frage zu stellen, ne? Dieses politische System. Und das ist so, das findet halt so auf der einen Ebene statt und auf der anderen Ebene, ja, sind wir gleichzeitig auch mit vielen inneren Themen konfrontiert.
Ja, also dass eben diese, also all das, was nicht in Harmonie ist, all das in uns, was nicht in Verbundenheit ist oder nicht im Einklang ist, das zeigt sich, es kommt nach oben. Und das ist teilweise zumindest für diejenigen, die da nicht einfach den Deckel drauf machen und das komplett ignorieren. Also diejenigen, die offener sind, ne, die sich wirklich mit Selbstentwicklung beschäftigen und die auch ja, zumindest den Anspruch haben, ein glückliches Leben zu führen, für die ist es teilweise sehr herausfordernd, weil einfach so viel alter Müll an die Oberfläche kommt. Also ausgelöst durch die Frequenzerhöhung, die gerade auf dieser Erde auch nachweislich passiert. Und deswegen kann man sagen, es ist halt innerlich und äußerlich sehr turbulent und sehr herausfordernd. Und ich fühle mich damit persönlich, da hast du ja auch danach gefragt, wie es mir damit geht. Ich fühle mich damit gut. Also natürlich nicht immer, ne, weil ich natürlich auch ein Mensch bin, aber in der Regel fühle ich mich gut damit und nehme zum Beispiel auch wahr, so dass mein Körper gerade oder mein System braucht gerade viel auch Ruhe. Ich brauche auch viel einfach nach innen gehen, viel auch ausruhen. Und dann, ne, kann ich so beobachten, okay, es gibt eine Seite, die will das eigentlich nicht, die will eigentlich immer Gas geben. Ne, und dann sehe ich aber auch, dass diese Seite eigentlich auch nicht so gesund ist, weil immer nur Gas geben ist einfach auch nicht so, ne? Nicht so das Optimum für unsere Gesundheit, sondern wir brauchen halt beides. Wir brauchen das Aktive, aber auch das, ne, dass wir uns regenerieren. Und ja, das nehme ich einfach bewusst wahr, nehme mir die Zeit, um mich zu erholen, um nach innen zu gehen, um einfach da zu sein. Und wenn ich mich dafür entscheide, das zu genießen, diesen Prozess, dann ist alles gut. Ja, das ist schon mal gut. Das Genießen des Prozesses beinhaltet für mich ja auch das Annehmen des Prozesses. Ja, also nicht in den Widerstand gehen, sich dagegen wehren, sondern Ja zu sagen zum Leben und damit auch zu den Veränderungen, die anstehen. Nun sind, wie du das ja auch gerade schon sagtest, diese Veränderungen ja sehr groß, nicht nur in der Gesellschaft zu spüren, sondern natürlich auch für jeden Einzelnen an, wie ich immer so gerne sage, jeder steht an seiner Bushaltestelle, also hat seine Themen, die jetzt hochkommen, was du auch schon angedeutet hast. Also dieses wie innen, so außen, würdest du sagen, dieses Grundprinzip als eins der hermetischen Gesetze, zeigt sich das jetzt wirklich überdeutlich, dass man eben auch nichts mehr runterdeckeln kann, dass man nicht mehr verstecken kann vor sich selbst. Also ich sag mal, die größte Lüge ist ja immer die, die wir uns selber gegenüber haben. Also sich selbst zu belügen, ist ja heute nicht mehr so einfach möglich. Ja, also das hängt einfach mit der Schwingungserhöhung zusammen. Das heißt, es kommt immer mehr Energie auf die Erde und gleichzeitig durch diese Schwingungserhöhung kommen natürlich auch diese Anteile, die dieser hohen Frequenz im Wege stehen oder die nicht auf dieser Frequenz sind, die kommen halt an die Oberfläche. Und das passiert innen und außen. Das passiert in persönlichen Bereichen, dass es da halt auch viel kracht oder Dinge einfach so deutlich und bewusst werden, aber natürlich auch sehr stark im gesellschaftlich-politischen Bereich. Ne, also man könnte auch sagen, die Masken sind gefallen. Also ne, das war ja, wenn man sich überlegt, wie die dunkle Seite noch vor 20 oder 30 Jahren agiert hat. Die haben natürlich das Gleiche gemacht wie heute, nur sie konnten es viel besser verkaufen. Ne? Also sie haben das alles viel dezenter, also zumindest äußerlich betrachtet, viel dezenter gemacht. Also sie haben von Demokratie geredet. Und im Hintergrund eben Krieg betrieben, ne, oder mitgeholfen, Länder zu überfallen. Und heute passiert genau das Gleiche. Nur es redet keiner mehr über Demokratie. Es redet auch keiner mehr über Meinungsfreiheit, weil das haben sie schon lange, ne, das haben sie schon lange aufgegeben, weil sie sagen ja ganz offen, dass sie keine Meinungsfreiheit wollen und dass sie auch keine Demokratie wollen. Und das heißt, man kann wirklich sagen, die Masken sind gefallen und die dunkle Seite zeigt sich so, wie sie ist. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen aufwachen und verstehen, dass hier irgendwas einfach nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Nun sagtest du, vor einigen Jahren ging das noch viel besser. Also es waren ja immer diese Verdrehungen auch und die werden ja jetzt noch überzeichneter, ne? Also auf verschiedensten Ebenen wird verdreht, wie du es auch mit dem Krieg schon sagtest, mehr Panzer für mehr Frieden sozusagen, ja. Das heißt also, diese Verdrehungen ist ja eigentlich so ein Grundprinzip
dieser Matrix, ja, oder dieses Systems, würdest du sagen, dass das jetzt einfach ausgedient hat, genau wegen dieser Schwingungserhöhung, dass also diese dunklen Kräfte, von denen du schon gesprochen hast, im Grunde genommen mit ihrer Illusionierung der Massenhypnose, ja, eben jetzt nicht mehr durchkommen. Und zwar nicht, weil wir Menschen jetzt unbedingt nur merken, wir werden jetzt intelligenter, sondern es geht wirklich um diesen Shift in der Energie. Würdest du das in der Ursache begründen, dass das jetzt ein kosmischer Akt ist, dem wir alle unterliegen? Ja, also dadurch, dass die Schwingung sich erhöht, wachen einfach immer mehr Menschen auf, ne? Und mit Aufwachen meine ich, die Menschen sehen die Realität so, wie sie wirklich ist. Sie lassen sich nicht mehr so leicht täuschen. Und das sieht man ja auch natürlich auch an äußeren Dingen. Also zum Beispiel in Amerika ist es ja sehr deutlich sichtbar, dass zum Beispiel Tucker Carlson, ne, mit seiner News-Show hat mittlerweile viel, viel mehr Views als die Massenmedien. Das heißt, die Massenmedien, das muss man sich mal vorstellen, eine einzelne private Person, ne, hinter der nicht irgendwelche Riesenkonzerne stecken mit unendlich viel Geld, erreicht wesentlich mehr Amerikaner als die ganzen Massenmedien zusammen. Also das ist schon eine absolute Revolution und der spricht ja auch die Wahrheit offen aus und bringt die Dinge wirklich auf den Punkt. Und das wird bei uns auch kommen. Ne? Bei uns ist die Entwicklung noch nicht so weit. Also wir haben wahrscheinlich noch mehr Menschen, die Massenmedien konsumieren, als die, die sich auf Telegram befinden. Aber das wird auch kommen. Ne? Die Amerikaner sind ja immer ein bisschen weiter uns voraus. Und das zeigt ja schon diesen enormen Bewusstseinswandel, dass einfach die meisten Menschen sagen, ich möchte mir diese Lügenpropaganda einfach nicht mehr anschauen. Und gleichzeitig versucht das System natürlich dann einfach mit Zensur, ne? Ne, dass sie halt zum Beispiel auch große Kanäle wie Alex Jones in Amerika versuchen eben zu zensieren oder platt zu machen, sodass der seine Inhalte nicht mehr verbreiten kann. Es gibt neue Antizensurgesetze, also ne, wie nennen sie das? Demokratie- oder Meinungsfreiheitsgesetze, weil das ist ja auch das genau das, was die Kabale macht, was du ja auch gesagt hast. Das wird alles umgedreht, ne? Dann ist ein Zensurgesetz ist dann auf einmal ein Gesetz für die Demokratie. Also man muss es ja irgendwie framen, ne? Aber sie versuchen jetzt mit aller Macht durch Gewalt und durch Zensur eben das Aufwachen aufzuhalten. Ja, also je mehr sie das versuchen, so scheint es ja auch, desto mehr Fehler oder doch umso offensichtlicher wird es im Grunde genommen. Letztendlich arbeiten sie selber, ohne das Ziel, denke ich, zu haben, mehr für den Aufwachprozess als alle anderen wahrscheinlich zusammen, die es gut meinen im Herzen, mit der Ausrichtung. Wenn wir jetzt von diesem Erwachungsprozess bisher gesprochen haben, war der Fokus ja so jetzt auf das System, die politische Situation, vielleicht wirtschaftlich. Ab welchem Moment kippt das für dich eben in diesen spirituellen Bereich? Denn aus meiner Sicht reicht es ja nicht, dass wir merken, hoch, hier die Regierung meint es ja gar nicht so gut mit uns und wir leben ja noch nicht bei einer Scheindemokratie, sondern seit Jahrzehnten in einer Gelddiktatur. Wann kommt der Schritt dann zum eigentlichen, was für mich der wesentliche Schritt wäre, eben dieses spirituelle Erwachen? Mensch, erkenne dich selbst. Das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Und gleichzeitig sind diese Bewusstseinsprozesse alle miteinander verbunden. Und ne, es gibt unterschiedliche Zugänge. Es gibt Menschen, die vielleicht sich über Yoga oder Meditation der Wahrheit annähern. Andere beschäftigen sich mit politischen Themen. Aber irgendwann kommt halt, je höher das Bewusstsein oder je mehr das Bewusstsein steigt, je mehr sich die Schwingung erhöht, desto mehr verbinden wir uns ja bewusst mit der Urquelle oder mit dem Göttlichen. Das heißt, wenn man mal von einer höheren Ebene aus schaut, wir sind ja alle, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir sind alle Teil dieser Quelle und wir sind alle miteinander verbunden und wir sind alle in Liebe miteinander verbunden. Das ist unsere Realität. Also wir sind Wesen, göttliche Wesen voller Liebe und Freude. Und dann wurde da ganz viel draufgepackt, ne, an Programmierung, an verschiedenen Manipulationen, um die Menschen eben klein zu halten, um dazu beizutragen, dass die Menschen sich eben nicht an ihr wahres Sein erinnern. Und das
kann sich nicht halten. Diese alten Programme können sich nicht halten, wenn die Schwingung sich erhöht. Das heißt, wir erinnern uns einfach mehr und mehr an das, was wir eigentlich sind. Na, also das heißt, ich sehe das nicht so, dass wir jetzt irgendwie was Neues lernen oder dass wir was Neues entdecken oder uns irgendwo hin entwickeln, sondern es geht einfach nur darum, dass wir uns erinnern an das, was wir jetzt schon sind. Na, das ist so wie, wir sind Teil dieser göttlichen Wahrheit. Und der einzige Unterschied ist, dass unser Tagesbewusstsein das nicht weiß. Ne, weil in dem Moment, wo wir in den Schlaf gehen, wissen wir das schon. Dann sind wir wieder auch bewusst mit dieser Quelle verbunden. Nur natürlich, wenn wir aufwachen, das Tagesbewusstsein erinnert sich oftmals nicht. Das ist der einzige Unterschied. Also der einzige Unterschied ist dieses Tagesbewusstsein. Alle anderen Ebenen unseres Seins wissen ja, dass wir eins mit der göttlichen Quelle sind. Ja, also letztendlich diese Verbindung wird sich automatisch so aneinanderfügen für jeden, wie du auch sagst, zu Recht individuell. Also es gibt nicht den Weg des Erwachens, sondern es gibt so viele Erwachenswege, wie Schlafende auf diesem Planeten sozusagen unterwegs sind. Damit meine ich uns jetzt alle, also mich eingeschlossen, gar keine Frage. Das heißt, wir sind alle auf diesem Weg und wir werden ja dann eben diesen Schritt aus diesem ja, Matrix-Erwachen heraus, dann irgendwann in diese spirituelle Ebene gehen und damit eben uns wieder erinnern, das, was wir immer waren. Ganz genau. Wenn wir jetzt von der Matrix schon sprechen, das ist ja auch ein Filmtitel, das ist ja ein Beispiel gewesen, um diesen gesamten, dieses Konstrukt mal aus einer Perspektive zu beleuchten. Für mich auch ein wunderschöner Film. Dagegen zum Beispiel die Truman Show oder täglich grüßt das Murmeltier. Man sagt ja auch, in Filmen wurde uns schon eigentlich die Wahrheit gesagt, aber das ist so offensichtlich eigentlich, dass keiner das für möglich hält, dass das die Wahrheit wäre. Was würdest du denn sagen, wenn du diese Filme alle miteinander mischt, wo sind denn aus deiner Wahrnehmung die größten Anteile drin? Also ist es eher so die Matrix oder ist es eher eine lustige Unterhaltungsshow wie die Truman Show? Also gucken uns sehr viele zu, zum Beispiel außerirdische Wesen, die sich daran erfreuen, dass wir hier wie Gladiatoren unser Spiel spielen. Ja, also in all diesen Filmen, die du gerade genannt hast, da steckt natürlich eine tiefe Wahrheit drinne. Und diese Filme gehen ja auch ins Unterbewusstsein, ne? Sprechen ja vor allen Dingen auch das unser Unterbewusstsein an. Und ja, wenn man sich mal klar macht, wie dieses System, in dem wir aufgewachsen sind, wie das überhaupt alles so entstanden ist und wie das erschaffen wurde, nehmen wir mal Ureinwohner im Regenwald, die wirklich absolut in dieser Verbundenheit leben, die in Liebe miteinander verbunden sind, die sich noch an die Freude erinnern, die einfach die Erde achten, ne, die Pflanzen mit den Pflanzen sprechen, die also diese komplette, noch diese ursprüngliche Verbundenheit leben in ihrer reinsten Form. Und dann schaut man sich halt sowas an wie eine Schule oder eine Universität, also dieses extrem materialistische Denken oder dieses extrem materialistische Weltbild, was halt praktisch sagt, dass alles, was nicht sichtbar ist, nicht existiert, also dass der Mensch eigentlich eine Maschine ist, dass das Leben eine sinnlose Aneinanderreihung von Zufällen ist. Das heißt, diese dunkle Seite hat ja mit aller Macht versucht, also das Göttliche, diese Verbundenheit aus unserem Leben zu verbannen. Und auf dieser Basis wurden diese Systeme erschaffen, in denen wir groß geworden sind. Schule, Kindergarten, die Trennung, ne, von Alten und Jungen, Altersheime, dann Universitäten, ne, dann die Wissenschaft als die heilige Kuh, die man niemals in Frage stellen darf. Also all diese Dinge, die dann auch dann natürlich dazu geführt haben, dass eben eine reine Symptombekämpfung stattfindet, statt wirklich an die Ursachen von Krankheiten zu gehen, ne, dass mittlerweile Gesundheit ein riesen Billionenmarkt geworden ist, wo extrem viel Geld verdient wird und die Menschen immer kranker werden, ne? Also diese ganzen oder, ne, oder Wirtschaft als ein Mittel, um ohne Rücksicht auf Verluste Werte anzuhäufen und dabei Erde zu zerstören, dabei Menschen unglücklich zu machen. Also all diese Dinge, die sind ja
auf Basis von diesem falschen Menschen- und Weltbild entstanden. Also die maximale Trennung, ne, die uns ja schon alleine in der Schule vermittelt wird, wenn es darum geht, dass unsere Leistung bewertet wird, dass wir stillsitzen müssen, dass wir Dinge lernen müssen, die wir gar nicht lernen wollen, dass also natürliche Lernprinzipien ganz bewusst außer Acht gelassen werden. Also wenn das Bewusstsein sich erhöht, dann werden einem diese Dinge alle klar. Ne? Und das heißt, wir merken dann, dass diese Dinge einfach nicht, diese ganzen Institutionen, die geschaffen wurden, dass sie nichts mit der göttlichen Realität zu tun haben. Und das ist halt dieser, ne, und wir verstehen dann, dass die Wirklichkeit das genaue Gegenteil ist von dem, was uns beigebracht wurde. Also alleine, was weiß ich, geh doch mal schaut dir doch mal so eine Bundestagsdebatte an. Also wie miteinander kommuniziert wird, das genaue Gegenteil von dem, wie gesunde Menschen miteinander kommunizieren würden, nämlich mit Achtung, mit Respekt, mit Wohlwollen, mit Zuhören. Ja, also das heißt, du siehst schon, oder wie Zeitungen oder Tagesschau und so weiter, wie Informationen vermittelt werden, wie der Fokus auf negativen Ereignissen liegt, wie Angst geschürt wird. Also man könnte jeden Bereich Ernährung, nimm mal das, ne, also so viel Desinformation im Bereich Ernährung und Gesundheit, du kannst jeden Bereich nehmen und du kannst sehen, dass die Bereiche einfach so weit entfernt sind von dem, wie es eigentlich göttlich richtig wäre. Das heißt, im Prinzip kannst du irgendeinen Bereich unserer Gesellschaft nehmen, dich damit beschäftigen und automatisch entsteht ein Aufwachprozess. Beschäftige dich damit, wie Kinder auf die Welt kommen. Ja. Wie Menschen in Urvölkern, Naturvölkern schmerzfrei ihre Kinder zur Welt bekommen. Ja. Und direkt an die Brust nehmen und so weiter, die Nabelschnur auspulsieren lassen, während ein Kind hier behandelt wird, ne, wie, oder die Mutter wird behandelt, als ob sie krank wäre. Das ist haarsträubend mit den ganzen Impfungen, mit dem Abschneiden der Nabelschnur. So viele Dinge, die ein Kind eigentlich braucht, wenn es auf diese Welt kommt, werden nicht gemacht. Oder das genaue Gegenteil wird gemacht. Die Folge ist Traumatisierung von Babys, die geboren werden, Traumatisierung von Müttern. Und das wird als was völlig Normales angesehen. Es ist nicht normal. Nichts davon ist normal. Ja. Ja, sehr gut. Also, und du sprichst das Geburtsthema an, damit, das ist ja ganz früh eben im Leben eines Menschen schon Trauma besetzt sozusagen und das auch alles künstlich erzeugt. Das ist ja der Hammer, ne? Weil du hast die Naturvölker gerade angesprochen. Das ist eine Natürlichkeit. Und was uns da abhandengekommen ist, ist eben das Urvertrauen, das Vertrauen in den Prozess, in die Natur. Wir wollen alles abgesichert haben, weil alles uns abgenommen wurde. Also letztendlich das System, was wir im Äußeren haben, ist durch diese Indoktrinierungsmaßnahmen über Jahrhunderte in uns reingegangen. Also ich glaube, das ist auch vielleicht aus der heutigen Sicht das Schwierigste. Also wir können uns nicht über das System aufregen, sondern ich glaube, die Chance, die wir haben, ist zu erkennen, dass das System in uns ist. Und deshalb können wir nur bei uns selbst anfangen und sagen, hey, ich möchte mich jetzt ändern. Also zum Beispiel, ich möchte als Mutter und als Vater mich mit dem Thema Geburt auseinandersetzen und so schön, wie du das gerade gesagt hast, Alternativwege finden für mich, für eine Hausgeburt, für eine Geburtshauslösung, was auch immer, dort einfach mehr Geborgenheit, mehr Natürlichkeit in sich trägt. Ja? Wie schätzt du dieses Thema ein, das System ist in uns? Also das ist, wie soll ich sagen, du siehst es ja gar nicht, weil die Augen, ja, wenn wir uns da jetzt erstmal drauf konzentrieren, auf diese Wahrnehmungsorgane, sehen wir immer nur alles, was außen ist. Aber am Ende ist doch das System in uns und nur weil es in uns ist, kann es im Äußeren erscheinen. Also die Quelle ist ja in uns. Wir dürfen das verändern. Also es geht jetzt darum, doch wirklich Schritte zu gehen der Veränderung, oder? Ja, also wir sind, wenn man sich mal bewusst macht, also wir beschäftigen uns mal mit einem kleinen Wesen, was auf diese Erde kommt. Ne? Dieses Wesen ist
noch im Bewusstsein der Verbundenheit, es ist noch im Bewusstsein der Liebe, noch im Bewusstsein des Göttlichen. Und es gibt so einen interessanten Versuch, der mal gemacht wurde. Den finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar hat man Babys einen kleinen Film gezeigt. Und zwar wollte eine Figur wollte einen Berg oder so einen Hügel hochklettern. Und dann war, ich weiß, also ich kann es jetzt nicht exakt wiedergeben, aber vom Sinn her kann ich es wiedergeben, ne? Das heißt, dann war da eine grüne Figur, die hat der Figur hochgeholfen. Und dann war eine blaue Figur und die hat verhindert, dass diese andere Figur über den Hügel drüber gekommen ist. Also das heißt, die grüne Figur war der Unterstützer und die blaue Figur war der Unterdrücker. Und dann hat man den Babys diese beiden Figuren einfach gegeben, ne, oder praktisch vor sie gelegt, oder Kleinkinder, ne, und die durften dann, ich glaube, im Alter von 1 oder so war das, und dann haben sich fast alle Babys haben sich für die grüne Figur entschieden, nämlich für den Unterstützer. Und schon, und dann haben sie den gleichen Versuch nochmal 2 Jahre später gemacht, und da war es schon 50-50. Da hat sich schon die Hälfte der Kinder, der Kleinkinder, für den Unterdrücker entschieden. Also weil sie das kennengelernt haben in diesem System, ne? Und alleine schon das System der Schule, das geht ja alles ins Unterbewusstsein, ne? Also wie ich habe ja gesagt, Konkurrenzdruck, Bewertung von Leistung, Vergleichen. Dann diese ganzen Wettkämpfe, ne? Also immer der Sieger wird gefeiert, der Verlierer fühlt sich schlecht. Also keine Spiele, wo man miteinander was macht, sondern immer gegeneinander. Ich könnte unzählige Beispiele dafür nehmen. Oder auch diese ganzen Sätze, die wir gehört haben, ne? Im Laufe unseres Lebens. Wie oft haben wir Nein gehört? Wie oft haben wir Ja gehört? Wie oft haben wir gehört, du kannst das? Wie oft haben wir gehört, du kannst das nicht? Wie oft haben wir gehört, ich liebe dich, oder wie oft haben wir gehört, du nervst oder du bist zu viel oder zu unbequem oder was auch immer, ne? Das heißt, diese ganzen Nigger oder es ist zu wenig Geld da oder die sorgenvolle Gespräche der Eltern plus die ganzen Informationen aus den Medien. Das heißt, wir sind mit so vielen negativen Informationen, Falschinformationen aufgewachsen über jeden Lebensbereich. Ein anderes Beispiel ist, dass man Schädlinge bekämpft, ja? Also das Bekämpfen von Schädlingen. Alle denken, es ist normal, das ist nicht normal. Eigentlich sollte man mit anderen Wesen andere Wege finden, als statt sie umzubringen, wenn man ein Problem mit denen hat. Also ne? Oder dass es normal ist, dass Menschen sich Leichenteile reinziehen und das Ernährung nennen. Ist das normal? Das ist nicht normal. Aber wir glauben, dass es normal ist, weil uns das unendliche Male eingebläut wurde und weil so viele andere das eben auch machen. Und deswegen ist es genauso, wie du es gesagt hast, also diese ganzen Informationen oder Desinformationen, Falschinformationen, die also uns von dem Göttlichen trennen, die befinden sich in uns, weil ne, kleine Kinder, die nehmen diese ganzen, sie sind wie ein Schwamm, sie nehmen alles urteilsfrei auf, was sie hören. Ja, das weiß jeder, der Kinder hat oder kleine Kinder hat, dass sie wirklich alles aufnehmen und auch nachplappern und auch nachmachen. Und es ist wirklich vielleicht das wichtigste Detox überhaupt, dass wir diese ganzen falschen Programme, die dazu führen, dass wir unglücklich sind, dass wir depressiv sind, dass wir uns mehr mit Neid als mit Freude verbinden oder mehr mit Trauer als mit Zuversicht und so weiter, dass wir diese Programmierung aus unserem System entfernen. Stück für Stück natürlich. Und uns dessen bewusst werden, was wir da eigentlich in uns tragen. Ja, super. Das ist genau ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und der ja zu meiner nächsten Frage auch gleich führt, eben was können wir alles tun? Denn wenn wir sehen, die Kulissen wackeln, immer mehr Menschen erkennen die Illusion auch im Äußeren, ob das jetzt erstmal systembedingt ist, so dann eben sich abzukoppeln, das, was du gerade sagtest, Detox zu machen, also gerade Mediendetox.
Was ist aus deiner Sicht, was sind noch gute Möglichkeiten? Ja, du bist sehr naturverbunden. Welche Rolle spielt für dich zum Beispiel in diesem Prozess auch die Natur? Wie kann ich selber mir jetzt Freiräume schaffen, um das System aus mir rauszubekommen, wenn ich es jetzt erkannt habe? Weil immer mehr erkennen es momentan, sind aber im Grunde genommen im Hamsterrad drin und sagen, ja, was soll ich denn jetzt schon machen? Was kann man denn machen? Also wir können natürlich unendlich viele verschiedene Dinge tun, also so viele, dass man Bücher darüber füllen kann. Du kannst deine Ernährung verändern, also dich reiner, lebendiger, natürlicher ernähren, sodass du halt auch dadurch eine höhere Schwingung bekommst. Man kann sich umprogrammieren in Form, dass man neue Glaubenssätze sich immer wieder sagt, ne, und vor allen Dingen da auch anders lebt oder sich anders verhält. Und wenn man im Hamsterrad ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, aus dem Hamsterrad auszusteigen, weil das ist natürlich auch etwas, was richtig einen großen Unterschied macht. Weil wenn wir, ne, also wir erkennen, dass wir bestimmte Strukturen in uns haben, die nicht gesund sind, ne, und auch falsche Glaubenssätze in uns tragen. Wenn wir uns jetzt weiter in einem Feld aufhalten, wo wir permanent wieder mit diesen Negativenergien oder mit diesen falschen Glaubenssätzen gefüttert werden, durch Bekannte, durch Freunde, durch den Konsum von Massenmedien und so weiter, dann ist es ganz schwer, was zu verändern. Also wir müssen wirklich komplett aus diesem System mal raus, um einfach auch frei zu sein. Und natürlich auch wichtig, dass wir uns dann mit Menschen umgeben, die ein ähnliches Bewusstsein haben und die halt auch frei sein wollen, damit man sich halt auch gegenseitig inspirieren kann. Denn die Macht der Gewohnheit ist sehr, sehr stark. Ne? Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Glaubensmuster in mir trage, das heißt, du hast einen bestimmten Gedanken vielleicht 10.000 Mal gedacht, zum Beispiel der Gedanke, ich bin wertlos. Und selbst wenn es nicht bewusst gedacht wird, so wird es doch, sitzt es doch im Unterbewusstsein. Das heißt, es braucht sehr viel Energie, um diese Programmierung von ich bin wertlos zu überwinden. Und wenn du jetzt in einem Feld bist, wo dir das immer weiter vermittelt wird, weil du, wenn du zum Beispiel mit einem Partner zusammen bist, der dir immer wieder zeigt, dass er dich für nicht wertvoll hält, dann ist es sehr, noch viel schwerer, das zu überwinden. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir uns dann auch günstige Bedingungen schaffen und zum Beispiel uns dann auch ein liebevolles oder nährendes Feld aussuchen für, oder Felder, ne, für unser Leben. Das heißt, ohne diese konkreten Veränderungen funktioniert es einfach nicht. Nun sind ja davon alle eigentlich betroffen. Der eine, der drückt es weg und sagt, ach nee, ich will alles so lassen, wie es war, ja. Und andere sagen, hey, das ist doch jetzt eine Chance. Also jetzt dieses Unangenehme, das Verändernde als Chance zu betrachten. Wenn das jetzt eben Konstellationen sind, die gemeinsam erkennen, okay, wir wollen hier was verändern. Da kann doch eine Gruppe ganz besonders kraftvoll auch diesen Prozess unterstützen, oder? Ist das für dich eher egal, ob ich alleine meinen Weg gehe oder in einer Gruppe den Weg gehe? Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Also natürlich können wir uns durch eine Gruppe sehr, sehr gut unterstützen lassen. Na, also so ein liebevolles Umfeld ist einfach sehr, sehr hilfreich, ein wohlwollendes Umfeld. Und also ich war zum Beispiel jemand, ich habe das halt alles alleine gemacht, weitestgehend, beziehungsweise ich habe mir später dann auch Coaches geholt, ne, oder Unterstützung aus der geistigen Welt. Aber ich konnte mich halt auch sehr gut an den Ursprung erinnern. Also meine Verbundenheit, die trotz der ganzen Gehirnwäsche hat die Lüge sich nicht durchsetzen können bei mir, warum auch immer, ne? Das heißt, ich habe das schon sehr früh alles durchschaut und verstanden. Und das heißt nicht, dass es jetzt für mich einfach war, Stück für Stück Programmierung loszulassen, aber ich hatte die Kraft, das alleine anzugehen. Und die hat halt nicht jeder. Und deswegen macht es oft Sinn, sich auch wirklich Unterstützung zu holen dafür. Du hast eben gerade schon die Anbindung an die geistige Welt erwähnt. Was bedeutet es dir in deinem Lebensprozess, eben genau diese Anbindung zu haben? Was gibt es dir? Und ja, vielleicht auch kurz dazu, wie kann man es für sich entdecken?
Ich glaube, dass diese Rückverbindung, also diese bewusste Kontaktaufnahme zur Seele, zu unserem Inneren, der inneren Stimme, dem Göttlichen, zu Engeln, wohin man auch immer sich hingezogen fühlt, dass es wirklich essentiell ist. Denn wir sind oftmals so sehr im Außen und auch konditioniert, im Außen zu sein, mit unserer Aufmerksamkeit darauf zu achten, was andere denken, was andere sagen. Und dabei haben wir ja oftmals verlernt, wirklich herauszufinden, was wir brauchen und was wir wollen. Und dazu braucht es einfach Zeiten der Stille, Zeiten der Innenschau. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, mich irgendwie an den Strand zu legen, die Augen zu schließen und dann wirklich da bewusst Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen, mir Antworten geben zu lassen oder Bäume zu umarmen oder sich auf eine Wiese zu legen. Also ich suche das wirklich gerne in der Natur. Aber ich habe diese Verbindung jederzeit, also egal was ich mache, ich kann sofort immer diesen Kontakt herstellen. Und aber wichtig ist einfach, dass wir uns Zeit und Raum nehmen für Stille, wo wir nicht abgelenkt sind, wo wir wirklich Zeit haben, nach innen zu fühlen und uns selbst zu erforschen. Denn wir können auch nur Programmierung verändern, wenn wir oder uns klar werden über unsere Ziele oder über unseren Seelenweg, wenn wir nach innen lauschen. Denn ne, das Wissen über unseren Weg, also über jeden persönlichen Lebensweg, ist ja in uns vorhanden. Deswegen braucht es nur die Zeit, dass wir uns Zeit nehmen, dem auch zuzuhören. Ja, die Stimme ist da. Die Stimme ist immer da und wir dürfen leise werden und genau wie du sagst, dass wir uns Raum nehmen. Ich sage immer schön, so eine Oase zu bilden, wo man eben zu sich selber kommen kann. Und dieser Weg zu sich selbst bringt am Ende ja auch Stabilität ins Leben rein. Also wenn es draußen noch so unruhig stürmt, wenn du eben diesen Raum hast für dich, den selber dir kreierst, das ist auch eine Form der Selbstliebe, der Selbstfürsorge am Ende. Das kann dich ja stabilisieren. Ich finde gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je, auch wenn es einem immer schwerer gemacht wird, weil ja ganz viele Einflüsse, über die wir schon gesprochen haben, von außen immer wieder versuchen, einen davon abzulenken. Und wenn wir jetzt diesen Weg gehen, dann verändern sich ja tatsächlich Dinge auch in unserem Leben. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht bei all diesen Systemen, Kontrollmechanismen, will ich mal sagen, das Momentum der Angst? Also ist das für dich so ein Türschloss irgendwie gewesen oder wie schätzt du dieses Gefühl der Angst ein, was ja schnell gerade dann aufkommt, wenn die Kulissen wackeln, weil plötzlich ist man ja nicht mehr in der Sicherheit, scheinbaren Sicherheit, die einen vorher umgeben hat. Aus meiner Sicht ist Angst das wichtigste Kontrollinstrument der dunklen Seite, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich nicht erinnern und dass sie halt nicht ihren wahren Seelenweg gehen. Ne, deswegen, also die dunkle Seite braucht die Lüge, die Manipulation und die Angst. Und damit arbeiten sie die ganze Zeit. Das ist das Einzige, was diese Seite kennt. Ne, deswegen ist es auch so, dass du unendlich viele Lügen in der Zeitung liest oder in den Nachrichten oder im Fernsehen, weil das System arbeitet mit der Lüge. Das muss man einfach mal verstehen, weil das ist deren Natur. Weil wenn sie das nicht machen würden, würde das Ganze sofort innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen. Das heißt, du musst die Lüge und die Manipulation die ganze Zeit aufrechterhalten. Und durch Lügen bringst du halt Menschen in Angst. Ne, du suggerierst den Menschen, dass schreckliche Dinge passieren, dass also eine düstere Zukunft droht. Du kreierst äußere Feindbilder wie die bösen Russen oder die bösen Impfgegner oder was auch immer. Ne? Früher waren es die bösen Linken, jetzt sind es die bösen Rechten. Das heißt, man kreiert immer irgendwelche imaginären Feindbilder, um den Menschen Angst zu machen und natürlich auch abzulenken, dass man sagt, ne, weil das ist ja auch bekanntes psychologisches Konzept: Hast du einen gemeinsamen Feind, dann sehen die Menschen nicht, dass der eigentlich der wahre Feind in der eigenen Regierung zum Beispiel sitzt, ne, oder in dem eigenen System. Und deswegen
tun sie praktisch alles auf allen Ebenen. Zum einen, um die Frequenz der Menschen möglichst runterzuhalten und auch, um sie in Angst zu halten. Denn ein Mensch, der in Angst ist, der ist ja nicht in der Lage, rational zu denken oder zu handeln. Ne, wenn du in Angst bist, dann bist du ja im Überlebensmodus und dann bist du sehr leicht beeinflussbar. Also beste Beispiel Corona-Plandemie, ne? Der böse Virus, der Millionen Menschen hinwegrafft. Und wenn du die Spritze nicht nimmst und wenn du keine Maske trägst, ne, und wenn du dich nicht testen lässt, dann bist du verloren. Ne? Ich meine, das war das Instrument, auf dem die gespielt haben, die ganze Zeit. Ne? Das heißt, sie haben, das weiß man ja mittlerweile alles, ne? Immer gefälschte Bilder von irgendwelchen angeblich total vollen Krankenhäusern und überfüllten Leichensälen. Das war alles Fake. Das war alles von langer Hand inszeniert, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, um sie dazu zu bringen, die ganzen Zwangsmaßnahmen wie Lockdowns über sich ergehen zu lassen. Und da wurde das ja perfekt vorexerziert, wie das System funktioniert. Und das, ne, jetzt, das nächste waren dann die Russen, das ist jetzt die bösen Russen sind. Und das ist halt das Prinzip. Ja, absolut. Dieses Prinzip läuft seit Jahrtausenden als Programm der Kontrolle letztendlich. Wenn ich aber erkenne, dass das jetzt hier alles Lügen sind, dann ja, und diese Kulissen eben wackeln, wie wir es ja auch als Titel haben, wie komme ich dann ins Vertrauen? Weil ja erstmal alles, was als Basis meiner vermeintlichen Sicherheit ja weggebrochen ist. Also da ist eben keine Regierung, die es gut mit mir meint. Da ist auch kein System, was irgendwie gesundheitlich für mich sorgt, ja, sondern da sind Krankenhäuser, also kranke Häuser, das sind kranke Kassen, die auch krank sind. Das gesamte System ist krank und es ist mehr als menschenfeindlich. Jetzt bin ich in dieser, aus dieser Illusion und erwache und sage, huch, was ist denn jetzt hier los? So, wie komme ich denn jetzt aber ins Vertrauen? Weil ich meine, das ist ja erstmal total schockierend. Bei dir ist das gewachsen über Jahrzehnte, bei mir auch. Ich habe als Kind schon gemerkt, irgendwas ist hier faul. Aber jemand, der das jetzt, ich sag mal, brutal durch diese Pandemie, Plandemie, wie du es ja gesagt hast, erkannt hat, da kann ja schon ja, eine Menge passieren, wo man wirklich völlig erschüttert ist. Wie kommen wir wieder ins Vertrauen? Indem wir uns an unser wahres göttliches Selbst erinnern. Denn das, ich habe ja vorhin gesagt, also dieses materialistische System, ne, was also ganz bewusst ja uns vermittelt hat, es gibt keinen Gott, ne, außer natürlich der strafende Gott. Es gibt, ne, es gibt nicht das Göttliche, es gibt keine Seele und so weiter. Das existiert alles nicht. Sondern diese totale Predigt des totalen Materialismus. Ne? Das heißt, wenn du so ein Weltbild den Menschen als wahr verkaufst, dann haben sie ja nur Äußerlichkeiten. Sie haben nur äußere Dinge, um Sicherheit zu finden. Ne? Und wenn du im Außen die Sicherheit findest, versuchst zu finden, du kannst sie nicht finden, weil das Äußere, das verändert sich ja ständig. Also diese Einz und das heißt, ne, dieser Weg, wenn du diesen materialistischen Weg gehst, dann gehst du über den Verstand, dann gehst du über äußere Kontrolle, dann brauchst du Versicherungen, dann brauchst du Pläne, dann brauchst du Geld, du brauchst diese ganz viele Dinge im Außen, die funktionieren, damit du dich sicher fühlst. Aber wenn du diesen Weg, wenn du dich mit dem Göttlichen verbindest, dann weißt du, dass du auf perfekte und vollkommene Art und Weise geführt bist. Und dass du nichts wissen musst. Du musst nicht wissen, was morgen ist. Brauchst nichts zur Absicherung im Außen, weil du einfach weißt, wenn du deinem Herzen folgst, in jedem Moment wird immer für dich gesorgt sein. Das heißt, du vertraust wirklich dem Göttlichen, ne? Oder auch dem Göttlichen in dir. Und das sind zwei völlig entgegengesetzte Wege. Ne, der eine alte Weg ist dieser Weg der äußeren Angst, der Kontrolle. Und dieser andere Weg ist dieser Weg des Vertrauens. Ein Vertrauen, was du fühlst. Du kannst dieses Vertrauen, du kannst es nicht beweisen. Du hast keine Urkunde, die unterschrieben ist oder irgendeinen Versicherungsschein. Du weißt, dass du sicher bist. Du fühlst das. Und das ist halt auch die Wahrheit. Ne? So bin ich ja auch durch die
Ich habe ja über 10 Jahre in der Natur gelebt, ne? Das war ja alles auf Basis von Vertrauen. Ich habe gefühlt, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Ich brauchte keine Sicherheit im Außen. Und diese Sicherheit im Außen ist sowieso die totale Illusion. Und wenn das jetzt alles im Außen wegbricht, dann kommen wir mal zu der wahren Essenz, zu dem, was wahr ist. Nämlich, dass die einzige Sicherheit in uns und in unserer Verbindung zum Göttlichen ist. Und jede andere Sicherheit ist eine komplette Illusion, die gibt es nicht. Ne? Also das beste Beispiel ist ja, dass es diese Geschichte mit den Renten, ne? Die Renten sind sicher. Das ist so ein Fake, das ist unglaublich. Ne? Weil bis dann die meisten dann irgendwie Rentner sind, ist das System sowieso schon völlig abgekackt. Ne? Oder irgendeine, ich meine, Versicherung, wenn es drauf ankommt, zahlen die nicht. Ne? Oftmals. Das ist nicht der Weg. Es kann nicht der Weg sein. Ja, sehr schön. Das ist also genau der Punkt. Und das ist, ja, jetzt sind wir, meine ich, an diesem Kipppunkt zwischen dem Erkennen aus dieser Matrix-Illusion, da wackelt alles, Politik und was wir vorhin schon hatten, hin zu diesem göttlichen Ebene, also zu dieser spirituellen. Also wir sind eigentlich Geist. Wir sind nicht dieses materielle Wesen, was jetzt Körper hier rumrennt und wo ich dich sehen kann und du mich sehen kannst, sondern wir sind ja viel mehr. Wir sind viel mehr als das. Wir sind alle, wie du vorhin schon sehr schön sagtest, ja alle auch miteinander verbunden. Also wovor soll ich Angst haben? Und wenn ich mich da reinschenke und das, wie du auch sagtest, eben fühle, weil das kannst du nicht verstehen, in dem Sinne, weil es eben nicht über den Intellekt zu verstehen ist, sondern es geht wirklich darum, es zu leben, zu erleben, zu fühlen und letztendlich auch zu offenbaren durch mein Sein. Also ich bin für dich, kann ich dir zeigen, was Göttlichkeit ist, was Liebe ist und du für mich. Und wenn ich das in die Welt hinausschenke, dann wird das auch wieder zu mir zurückkommen. Also der Ursprung dessen, was ist, ist in mir und damit werde ich ja zum Creator. Also ich habe die Schöpferkraft am Ende ja in mir. Und jetzt finde ich, kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Punkt, weil ich frage mich immer, was kann jeder tun? Und es ist eben nicht damit getan, jetzt sich nur hinzusetzen und zu beten oder zu hoffen, sondern wir sind gefordert, hier dieses Spiel zu vollenden durch unser Bewusstsein, was sich erweitert und unsere Schöpferkraft, die wir für uns entdecken können. Würdest du das so auch formulieren oder hast du eine bessere Formulierung dafür, vielleicht, wie man das beschreiben könnte? Ja, es ist genauso, wie du es sagst. Letztendlich geht es darum, also es gibt einfach eine Realität, eine Wirklichkeit. Und das Wichtigste ist, dass wir uns dieser Realität oder dieser göttlichen Wirklichkeit bewusst werden und auch danach leben. Ne? Weil wenn wir diesen göttlichen Gesetzmäßigkeiten folgen, dann kommt Glück, ne? Da kommt Gesundheit. Da kommt Freude, da kommt Liebe, da kommt Verbundenheit. Und wenn wir dem nicht folgen, dann entsteht genau das Gegenteil. Und letztendlich geht es um ein Erinnern, um eine Rückverbindung zu dem, was wir immer schon waren und dem, was wir immer schon sein werden. Na, wenn wir verstehen, dass uns die wilde, freie Natur unendlich viel Lebensenergie schenkt und dass uns eine Betonsiedlung eben Lebensenergie raubt, dann erinnern wir uns an das, was wirklich wichtig ist und das, was wir wirklich brauchen. Und dann wird es halt einfach, es wird total einfach. Also wir müssen einfach verstehen, dass alles umgedreht, es wurde alles verdreht, es wurde alles auf den Kopf gestellt und zwar so, dass damit die Menschen sich nicht mehr erinnern. Und das hat jetzt über viel lange Zeiträume hat es funktioniert. Aber dadurch, dass jetzt diese Schwingung sich immer weiter erhöht, kann die Lüge sich nicht halten, weil die Menschen sehen jetzt oder erkennen mehr und mehr, was das für ein unfassbarer Fake ist, der uns da in allen Lebensbereichen verkauft wurde. Und das können sie nicht mehr. Also sie versuchen es zwar natürlich noch mit allen Mitteln, ne, das jetzt aufrechtzuerhalten, aber es geht nicht mehr. Ne, dazu ist der Aufwachprozess schon viel zu weit fortgeschritten. Und je mehr sie versuchen,
das zu behindern durch Chemtrails oder was auch immer, hatten wir gerade darüber gesprochen, desto mehr Menschen werden aufwachen. Das heißt, auf der energetischen Ebene ist das Ganze sowieso schon entschieden. Und es geht jetzt halt darum, dass wir das auch in unserem Leben, ne, auf dieser irdischen Realität, diese Erkenntnis auch leben. Und letztendlich müssen wir nicht mehr wissen, als dass wir in jedem Moment durch unsere Seele genau die Informationen bekommen, die wir brauchen für den nächsten Schritt. Ja, Mehr ja. müssen wir nicht wissen. Das reicht völlig aus. Es ist nur das. Und das ist dann geführt sein, ja, also im Fluss des Lebens sein. Immer, wie du sagst, so schön zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das ist das, was ich mir auch immer gesagt habe. Es gibt keine Zufälle. Alles führt mich genau dahin, wo ich sein muss, zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und das bringt eben Vertrauen und dann, wie du auch schön sagtest, dann zeigt mir das Leben, hey, du bist auf einem guten Weg, mach weiter, folge dem Gefühl, geh deinen Weg. Das erfordert natürlich Mut, das erfordert auch, dass man morgens den Weg raus aus dem Bett findet und in die Welt hinausgeht und damit eben, ja, strahlt, also selber auch ins Strahlen zu kommen und damit, ja, dann diesen Bewusstseinsschritt nicht im stillen Kämmerlein zu vollziehen, sondern auch wirklich zu leben und umzusetzen. Jetzt hatten wir vorhin ja auch darüber gesprochen, dass so ein bisschen dieser Truman-Show-Effekt ja auch drin ist als ein Aspekt. Wie bewertest du das? Also Außerirdische, denke ich, brauchen wir nicht drüber reden. Die sind um uns, mitten unter uns und wo nicht alles und wir selber sind auch welche. Also was ist schon außerirdisch? Ja, also es gibt verschiedenste Lebensformen, will ich mal sagen. Und nicht alle sind in dieser Spielebene hier beheimatet, wo wir jetzt gerade sind. Aber ganz viele gucken zu. Welche Rolle gibst du diesen Außerirdischen? Welchen Einfluss haben sie aus deiner Sicht und welches Interesse haben sie vielleicht auch daran? Gibt es hier Wetten auf das Spiel, was wir gerade spielen? Oder sind die in diesem göttlichen Bewusstsein abhängig von verschiedenen Dimensionen? Vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick uns geben, wie du das wahrnimmst und wie du das siehst und einschätzt. Ja, es gibt viele verschiedene Welten, Realitäten, Dimensionen, Wesen. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr allgemeine Frage, ne? Ich denke, das Entscheidende ist, dass wir uns auf unseren eigenen Weg besinnen und den gehen und gar nicht so viel Augenmerk auf das richten, was möglicherweise andere machen oder nicht machen oder wollen oder nicht wollen, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir uns erinnern, dass wir diese Schöpfungsenergie in uns tragen und dass wir unser eigenes Leben verändern können. Also zum Guten. Und dass wir wirklich die volle Verantwortung dafür übernehmen und uns darauf konzentrieren und unsere Macht und Energie nicht mehr, so wie es uns eben gelehrt wurde, anderen zu geben, irgendwelchen Rettern, Experten, Politikern, also irgendwelchen Figuren im Außen, sondern wirklich die Verantwortung und die Macht für unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ja, sehr gut. Das ist, finde ich, eine super Essenz letztendlich. Und das hat vor allem das Entscheidende, dass wir eben vom Konsumenten zum Handlungsfähigen werden. Ja, also nicht eingelullt mit Angst in der Ecke mehr sitzen, sondern eben wirklich selbstständig, sozusagen selbst und ständig in unserer Schöpferkraft weilen und damit selber gestalten. Also, ja, das ist das Einzige, was wir machen können, weil wir können die anderen nicht verändern, sondern nur uns selbst. Ja. Und wenn wir uns selbst verändern, verändern wir gleichzeitig auch die anderen. Genau, das ist das, was wieder miteinander zusammenspielt. Und ja, da sind wir nun mittendrin. Jetzt haben wir ja schon ja, über Jahrzehnte immer wieder davon gesprochen. Auch die gesamte Geschichte der Menschheit deutet darauf hin, dass ja alles eine Entwicklung ist. Also Entwicklung ist ja auch ein schönes Wort. Es entwickelt sich das, was vorher schon da war, wo wir anknüpfen an das eben, dass der Mensch sich selbst erkennt. Das Göttliche war schon immer da. Es war eben nur zugedeckt. Wir haben es vergessen. Wie würdest du denn so aus deinem Gefühl heraus, du hast vorhin schon gesagt, du findest die Prozesse super, kommst damit auch gut zurecht. Natürlich hast du Herausforderungen, wie jeder, denke ich, der jetzt gerade hier am Start ist. Aber was ist dein Gefühl für die nahe Zukunft? Was wird sich da noch für eine Dynamik vielleicht aus deiner Sicht ergeben?
Ich sehe die Dynamik sehr, sehr stark. Also, dass wir sehr schnelle Veränderungen erleben, die auch deutlich sichtbar sind oder sein werden. Und dass wir da eine große Flexibilität mitbringen sollten, dass es hilfreich ist zu wissen, ne, diese Systeme werden kollabieren. Das ist schon, das passiert jetzt schon. Dass wir uns schon darauf vorbereiten, im Wissen, dass unsere Sicherheit nicht im Außen liegen sollte, sondern dass wir immer zur richtigen Zeit die richtigen Informationen bekommen werden. Und dass wir uns eben auch schon damit beschäftigen, wie soll unser Leben aussehen? Welche neuen, gesunden, lebensfreundlichen oder naturfreundlichen Systeme können wir aufbauen? Und dass wir uns wirklich, ja, und auch da wieder im vollkommenen Vertrauen, weil das alte, ungesunde, destruktive muss gehen, damit das Neue kommen kann. Das heißt, es ist ein Prozess, der jetzt dran ist. Und die Veränderungen werden einfach sehr, sehr schnell kommen und auch deutlich fühlbar und sichtbar werden, was ja jetzt teilweise auch schon passiert. Aber ich glaube, die Dynamik wird sich, je höher die Schwingung wächst, also je mehr die Schwingung wächst auf der Erde, desto mehr wird sich diese Dynamik noch weiterentwickeln. Ja, absolut. Also das nehme ich auch so wahr und darin eben ja dieses anzunehmen, sich dagegen nicht zu wehren und wie du eben gerade sagtest, Flexibilität auch zu haben, also geschmeidig zu bleiben und auch Dinge loszulassen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also viele Menschen sind genau in diesen Phasen des Umbruchs, ganz viel verändert sich eben in den Lebensumständen und darin dann eher wirklich die Chance zu sehen. Und wie du es sehr, sehr schön formuliert hast, eben in dieser göttlichen Anbindung darüber dieses Urvertrauen wieder zu entwickeln, ist essentiell. Ja, ganz, ganz wichtig. Matthias, ja, wundervoll. Ich bin immer wieder berührt, mit dir den Austausch zu haben. Und es ist so schön, eben ja in dieser Schwingung zu sein. Das heißt also auch, über die dunklen Seiten durchaus reden zu können, eben ohne in die Angst zu gehen. Und das ist uns ja auch immer wichtig, dass wir hier nicht in die Angst drängen, sondern eher die Möglichkeiten aufzeigen und das, was dort draußen geschieht, eben auch zu erkennen als Weckruf letztendlich an unsere Seele oder an das, was wir hier leben, ja, zu veredeln und zu erwecken. Und so betrachtet, denke ich, haben wir ganz viel Potenzial und ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, ja, das Erwachen ist der Prozess und danach, aus meiner Sicht, geht es ja erst richtig los, oder? Also da es ja sowieso nur das ewig währende Jetzt gibt, also geht es darum, jetzt eben in dieser Verbundenheit zu leben. Weil die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da, zumindest auf dieser Zeitebene. Und ja, also wir haben jetzt die Möglichkeit, ein Leben zu führen in diesem Moment, was uns erfüllt. Oder uns natürlich auch für die Erfüllung zu entscheiden, ne? Weil es ist ja auch eine Frage der Entscheidung, der Einstellung. Und alles andere wird sich so ereignen, wie es halt sich ereignen will. Ja, im Fluss des Lebens zu sein, das ist wundervoll. Wo fließt dein Leben gerade hin? Hast du neue Projekte? Lass uns vielleicht da noch einen Blick auch drauf gerne werfen. Du bist ja immer sehr aktiv, du hast einen großen Online-Shop, du hast dich für die Gesundheit über Jahrzehnte schon eingesetzt, sozusagen. Was sind neue Projekte? Was bewegt dich gerade? Also ganz aktuell bewegt mich, dass ich mir gerade mehr Zeit nehme für Dinge, die so ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also mehr Dasein, mehr Natur, mehr Familie und Tanzen und solche Sachen. Also das ist gerade, ich möchte gerade gar nicht so viel neue Projekte machen, sondern einfach mehr das Leben feiern. Super, das finde ich gut, das Leben feiern, das ist genial, also das Bedürfnis habe ich auch, absolut, und das machen wir viel zu selten, denn erstmal hier zu sein, inkarniert, das ist schon ein Riesending, und wenn man schon mal hier ist, dann sollte man das auch richtig feiern, da bin ich ganz bei dir.
Aber du hast natürlich immer tolle Interviews auf deinem YouTube-Kanal. Du bist immer wieder auf Kongressen natürlich zu sehen und auch bei uns hier aktiv. Und da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Und das ist schön, weil es eben so wichtig ist, auch das ja von jemandem zu hören, der es so gelebt hat, wie du es gelebt hast, ne? Eben in der Natur gelebt, ganz losgelöst von einem Tag in den anderen und für dich das so entdeckt zu haben, dass das Leben dich trägt, ja, und du getragen bist und dass dein Urvertrauen dadurch so stark geworden ist. Das ist einfach ein wundervolles Beispiel für mich immer wieder, was motiviert, selber weitere Schritte auf dem eigenen Lebensweg zu gehen. Und deshalb danke ich dir ganz besonders für dein Sein und für das heutige Gespräch. Vielen, vielen Ich Dank, danke lieber dir auch für Matthias. das tolle Gespräch. Merci. Danke. Danke. Ja, ich danke natürlich auch dir, dass du hier dabei warst und ja, hoffentlich hast du tolle Inspirationen für dich bekommen und ja, kannst jetzt die Zeit nutzen, das Jetzt, wie Matthias gerade so schön gesagt hat. Denn nur das Jetzt existiert, indem wir agieren können, indem wir Creator sein können, indem wir unsere Schöpferkraft hier zum Guten einsetzen, geführt von unserem Herzen. Und dazu wünsche ich dir alles, alles Gute. Freue mich, wenn du hier diesen Kanal abonnierst, vielleicht auch ein Like da lässt. Komm auch gerne in unseren Newsletter und schau dir auch die Links von Matthias an zu seiner Website und seinen Angeboten. Da gibt es viele tolle Sachen zu entdecken. In diesem Sinne, alles Liebe und bis dahin, Ade.